Erstflug mit dem Typhoon A natürlich kalibrieren, wenn ich das RealSense nutze an der Location, wo ich bin. Und genau das werden wir jetzt tun. Der Kollege, der schaltet jetzt einmal die Kompasskalibrierung ein und nach Norden ausrichten. Ja, jetzt müssen wir warten, bis wir loslegen können. Jetzt können wir loslegen und natürlich Kopter Richtung Norden ausrichten. Ganz wichtig. Dann drehen wir den ein bisschen durch die Gegend. Zack, so lange, bis die Lämpchen jeweils ausgehen. Und dann geht's zu den nächsten. Und jetzt ist er fertig und wenn er die Kalibrierung erfolgreich war, dann startet er sich automatisch neu und das habt ihr gerade gehört. Das heißt, jetzt kann ich loslegen mit RealSense und eine Runde um den Block fliegen. War gut? War gut? Der Kollege sagt, war gut.